Die Wahlen in Frankreich rücken näher und die rechtsnationale Politikerin Marine Le Pen steht aktuell in den Umfragen so gut da wie noch nie. Das sorgt an den Finanzmärkten immer wieder für Verunsicherung. Wie sieht es im Anleihenhandel aus? Diese Frage reiche ich gleich weiter an Bianca Becker, unsere Expertin für den Handel mit Anleihen hier an der Börse Stuttgart. Ja, sorgt das auch für Verunsicherung bei den Bundesanleihen oder bei den Staatsanleihen Frankreichs? Ja, wir sehen eine leichte Verunsicherung, aber man kann jetzt zum Beispiel nicht von einer Flucht aus französischen Staatsanleihen in die deutschen Bundesanleihen reden. Wir können uns mal die Renditen anschauen von den französischen Staatsanleihen im Vergleich zu den deutschen Bundesanleihen. Denn Rendite zeigt natürlich auch immer den Risikoaufschlag, den die Anleger mit einpreisen. Die Rendite der 10-jährigen französischen Staatsanleihe lag Ende letzter Woche bei knapp über 0,96% und ist jetzt bis heute auf über 1,07% gestiegen. Und im Vergleich dazu, die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe liegt nur bei knapp über 0,34%. Also sieht man natürlich einen ganz klaren Renditeaufschlag der französischen Staatsanleihen gegenüber den Bundesanleihen. Also ganz klar ein Zeichen für Verunsicherung. Würden Sie sagen, das sieht man auch bei den Unternehmensanleihen oder tut sich da aktuell nicht so viel? Da tut sich aktuell nicht wirklich viel. Die Anleger kaufen und verkaufen in den französischen Unternehmensanleihen. Man hat aber kein einheitliches Bild. Man sieht nicht, dass sie jetzt flüchten oder dass sie extrem kaufen. Ist einfach ausgeglichen, Käufe und Verkäufe da zu sehen. Blicken wir noch in die USA und die große Frage, wie geht es weiter mit den Leitzinsen in den USA? Janet Yellen wird sich heute zu Wort melden und manch einer ist gespannt, ob es nicht vielleicht Hinweise gibt auf den nächsten Zinsschritt. Was haben Sie auf dem Parkett so gehört? Momentan gibt es noch keine Spekulationen. Die nächste Sitzung ist ja im März. Viele Anleger rechnen aber auch damit, dass da nichts passieren wird, erst im Juni vielleicht. Aber der deutsche Aktienmarkt hat gestern gut zulegen können. Heute ist eher verhalten, wird sich aber mit Sicherheit heute Mittag, wenn die US-Notenbankchefin spricht, ändern, wenn denn Hinweise kommen. Wenn, sobald die Anleger kleine Hinweise bekommen könnten, dass es vielleicht doch anders ist und vielleicht doch schon im März was kommen könnte, wird der Markt natürlich sofort reagieren. Deswegen sind wir mal gespannt, was heute Mittag passiert. Also wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, werden natürlich dann an den Ausschlägen nach oben und unten gleich sehen, ob es Spekulationen gibt. Ja, wie sieht es aus aktuell mit den Most Actives? Welche Anleihen sind besonders beliebt hier in Stuttgart? Die neue Mission der letzten Wochen sind immer noch sehr beliebt bei den Anlegern. Ganz vorne mit dabei ist die neue Mission der Sixt Leasing SE. Die ist immer noch sehr beliebt, steht stark im Fokus. Diese Anleihe wird mit 1,125% verzinst und läuft über 4 Jahre. Auch die Tieranleihe, die nachrangige Anleihe der Commerzbank, ist stark im Fokus noch. Sie wird immerhin mit 4% verzinst und läuft über 10 Jahre. Der Kurs dieser Anleihe, zu dem man kaufen kann, ist mittlerweile auf 101,30 gestiegen. Aber das entspricht immer noch einer Rendite von 3,8%. Und wie sieht es mit ganz frischen Neuemissionen aus? Was steht in den nächsten Tagen auf der Agenda? Wir haben 2 Neuemissionen in US-Dollar von BP. Eine Anleihe läuft 7 Jahre, die andere 10 Jahre. Beide sind mit 1.000 US-Dollar Mindeststückelung gekommen. Dadurch sind sie einfach auch interessant für viele Anleger. Die 7-jährige Anleihe wird mit 3,224% verzinst und die 10-jährige mit 3,588%. Liebe Zuschauer, soweit unser Blick auf den Handel mit Anleihen hier an der Börse Stuttgart und natürlich das Geschehen insgesamt an den Anleihenmärkten mit unserer Expertin Bianca Becker. Herzlichen Dank. Danke auch.